Hallo zusammen, wir sind hier live auf dem HSMR E-Day in Berlin im Hotel Moa und bei mir kein Unbekannter, Tobias. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Tobias Köhler, Group Director Systems and Commerce und Mitglied der Geschäftsführung bei den Ruby Hotels und Fachvorstand des Fachbereiches Technology bei der HSMR Deutschland e.V. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Meine erste Frage: Wer ist Tobias Köhler? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Gib uns doch einen kleinen Überblick über deine letzten beruflichen Jahre. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, mit euch zu sprechen und toll, was ihr heute auch beim E-Day beigetragen habt. Vielen Dank dafür. Gerne, danke für die Einladung. Ja, gerne. Wer bin ich? Tobias Köhler, ich bin ja die letzten Jahre, jetzt 5,5 Jahre bei Ruby und durfte so ziemlich fast alle Stationen mitmachen und bin seit dem ersten Hotel mit dabei und bin eigentlich dazugekommen, so als die eierlegende Wollmilchsau, durfte das Marketing mitmachen, dann kam Sales dazu, dann kam das Revenue Management dazu und ich durfte zwischendurch auch mal die Reservierung betreuen oder leiten und nach und nach sind wir gewachsen, also Ruby ist gewachsen und es sind immer mehr Leute dazugekommen, die noch viel mehr von ihrem Fach verstehen, als ich es jetzt zum Beispiel vom Revenue Management oder so verstehe. Und ich durfte mich jetzt mehr und mehr auf mein wirkliches Steckenpferd, die Technologie eben konzentrieren und kümmere mich da jetzt seit gut 1,5 Jahren um unsere ganze Systemlandschaft, also um den Tech-Stack, sage ich mal, und so den digitalen kommerziellen Bereich. Also sobald der Gast in unserer Booking-Engine ist, darf ich mich sozusagen um ihn kümmern. Und da arbeiten wir stark daran, die Prozesse im Hintergrund jetzt noch stärker zu automatisieren, die ganze Company zu digitalisieren und die Erfahrungen, die ich eben da in den anderen Abteilungen gesammelt habe, davor helfen mir jetzt ungemein, weil ich schon ziemlich gut weiß, wie unsere Kollegen arbeiten, welche Bedürfnisse sie haben und wir da schon nicht mal bei Null anfangen und ich da gerade beim Sourcing von neuen Produkten oder von neuen Systemen anders einsteigen kann und andere Fragen oder vielleicht manchmal bessere Fragen stellen kann. Manchmal ist es auch nicht unbedingt hilfreich, aber im Großen und Ganzen hilft es eher. Und dann habe ich auch noch eine Frage, denn du bist ja jetzt seit einigen Jahren, also wir haben ja auch, ich habe auch das Glück gehabt, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen in den letzten Jahren, bist du ehrenamtlich in den Fachgremien der HSMR Deutschland tätig. Du warst vorher im Distribution und E-Commerce und Marketing Fachbereich tätig und jetzt habt ihr den Fachbereich Technology aufgenommen bei der HSMR. Kannst du uns kurz erklären, worum geht es bei dem Fachbereich und was ist die Zielsetzung von diesem Fachbereich? Absolut. Ja, also ich bin hauptsächlich auch bei der HSMR tätig geworden, weil ich es ungemein schön finde, das Wissen miteinander zu teilen und eben auch die Leute zusammenzubringen, die gerne miteinander sprechen, die sich gerne aufs nächste Level bringen wollen oder die sich gerne informieren wollen, die voneinander lernen wollen. Und im Rahmen dieser Zusammenarbeit war ich auch zuerst für den Fachbereich Marketing und E-Commerce etc. zuständig und jetzt da ich mich auch bei Ruby ausschließlich um die Technologie kümmere, haben wir auch festgestellt, hier in der HSMA ist ein großes Bedürfnis nach dem Fachbereich der Technologie, weil in jedem, bei jedem Barcamp, bei jedem E-Day kommt immer mal wieder das ganze Thema des Tech-Stacks zur Sprache und wir wollen dann versuchen, innerhalb dieses Technology-Fachvorstands oder Expertenkreises jetzt auch dieses Wissen zu aggregieren. Und Ähnliches, was wir jetzt heute von Heiko und dem Expertenkreis der Revenue Manager gesehen haben, wo sie jetzt eben diese RMS-Landschaft abgebildet haben und zur Verfügung gestellt haben, wollen wir versuchen, auch im Technologiebereich Hilfestellungen zu leisten. Also wirklich von in Form von Handlungsempfehlungen oder? Ja, genau, richtig. Ja. Also wirklich von Grund auf Hilfe zur Verfügung zu stellen. Wie gehe ich denn beispielsweise ein Sourcing an? Also wie erstelle ich einen RFP-Prozess jetzt mal? Wie ist es, wenn wie ich derjenige ich mein bin, ein? Wenn ich ein Produkt kaufe? Nicht jemand kauft bei mir jetzt einen Meetingraum, sondern ich brauche ein Produkt. Welche Schritte muss ich denn dafür machen? Ich muss ja erstmal meine Requirements kennen. Ich muss ja wissen, was ich denn eigentlich will und wie gehe ich denn da vor? Wie finde ich das denn eigentlich heraus, um sich vielleicht nicht unbedingt direkt von dem großen Marketing-Shiny Bling-Bling-Things der Dienstleister blenden zu lassen und sich auf
eher seine Bedürfnisse erstmal zu konzentrieren. Und dann kann man natürlich gerne auch diese Bonusdinge mitnehmen und das schöne glänzende Produkt oder das besondere Extra auch mitnehmen. Aber wenn die Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind, dann wird es meistens auch relativ schwierig. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen natürlich, weil Aufklärung ist wahnsinnig wichtig und ich denke, dass ihr da einen sehr wertvollen Beitrag leistet für die Branche. Zum Thema Systeme und Hotel Technology, was denkst du, sind denn die größten Herausforderungen für Hotels heutzutage? Ja, das ist schwer einzuschätzen für mich, weil ich natürlich auch nicht alle Hotels kenne. Ich rede natürlich gerne mit vielen darüber und dabei habe ich schon festgestellt, es ist grundsätzlich teilweise noch nicht mal das große Verständnis da. Es ist ein Verständnis dafür da, dass wir Technologie benötigen, dass wir Dinge automatisieren müssen, um mehr Zeit zu gewinnen, um dem Gast vielleicht besser, persönlicher zu helfen, um repetitive Aufgaben abzuschaffen. Die Herausforderungen, die ich aber sehe, sind oftmals auch Kapazitätsprobleme. Denn oftmals landen diese, ich sag mal, Tech- oder Technology-Fragen dann irgendwo im Marketing, weil das sind die irgendwas im Internet machen und im Internet passieren ja die ganzen Dinge, das ist digital, kümmert ihr euch mal bitte um die Anschaffung eines neuen PMS. Okay. Und dann steht das Marketing da und hat meistens auch kaum Zeit dafür, sowas zu erledigen und googelt dann halt irgendwas zusammen und denkt sich, ja, es sieht doch ganz gut aus, dieser Anbieter, und da haben wir noch einen gefunden und die laden wir jetzt mal ein und dann entscheiden wir uns. Aber oftmals kommen dabei dann leider auch die wirklichen Bedürfnisse des Unternehmens zu kurz. Das steht dann vielleicht auch nicht unbedingt im Einklang mit der Brand an sich. Beispiel, ein 5-Sterne-Luxushotel sollte vielleicht ihren Gästen doch kein Self-Check-In zur Verfügung stellen. Klar, wer möchte es sicher, sollte es tun. Und damit manche Gäste dann einfacher einchecken können, bestimmt. Aber ich glaube, der 5-Sterne-Gast möchte ja dann doch noch hin und wieder ein bisschen hofiert werden, vor allem im Leisure-Bereich. Und diese Unterscheidung zu treffen und diese Bedürfnisse für sich festzustellen, da hapert es manchmal einfach auch im Sinne der internen Kommunikation, weil es ist das Bild dieses Wagens. Ich glaube, hast du es vorher auch gezeigt auf der Präsentation, nein, Wilko war es. Wir haben doch keine Zeit. Wir müssen hier diesen Wagen mit den viereckigen Rädern ziehen. Und da kommt einer her mit einem runden Rad, aber der wird nicht beachtet. Und ich glaube, diese Herausforderung stellt sich manchen Hotels. Und da wollen wir versuchen, Hilfe zu leisten, indem wir denen vielleicht Checklisten zur Verfügung stellen. Wie kann man denn vorgehen? Wie kann ich denn auch Teammitglieder innerhalb der ganzen Unternehmung für mich gewinnen? Wie kann ich denn beispielsweise diese Early Adopter und diese Innovatoren identifizieren, um sie für einen Projekt, eine Anschaffung zu gewinnen und zusammen mit denen auf in einer iterativen Art und Weise dann ein Produkt zu akquirieren, vielleicht auch ein Produkt selber zu schaffen. Ja, klingt spannend. Und für diejenigen, die Interesse haben, sich einzubringen oder die mehr davon wissen möchten, die finden wahrscheinlich alle Informationen auf hsma.de. Ja, da haben wir. Was würdest du noch empfehlen? Wo sind die Kontaktpunkte, Anknüpfungspunkte? Sehr gerne, bitte meldet euch bei uns. Ich würde mich sehr freuen, wenn tech-affine oder weniger tech-affine Menschen, die einfach gerne sich mit dem Thema beschäftigen, mit mir zusammen und mit anderen zusammen eben dieses ganze Thema für die anderen aufbereiten wollen, die Lust haben, Wissen zu verbreiten, die auch Lust haben, da Neues zu lernen. Ich will von mir gar nicht behaupten, dass ich da alles weiß, sondern ich möchte ja genauso von dem Wissen anderer profitieren und würde mich freuen, wenn wir da einfach in einen Austausch kommen können und da auch, ähnlich wie es die anderen Kreise haben, einen Expertenaustausch, regelmäßigen Expertenaustausch auch ins Leben rufen können, wo wir uns dann, keine Ahnung, quartalsweise, monatsweise entweder im Call zusammenhängen oder auch mal persönlich treffen, um das ein oder andere Thema zu besprechen. Und da wäre es mir recht, vor allem auch Hoteliers zu haben, denn wir haben da, glaube ich, nochmal andere Austausch- oder Schnittmengen oder Schnittpunkte, wo wir uns drüber austauschen können. Aber natürlich geht es auch nicht ohne Dienstleister, die genau die Produkte auch vertreiben und genauso wissen, wie können Sie denn am besten arbeiten? Das interessiert uns ja genauso. Wir wollen ja auch uns allen das Leben leichter machen. Wie baue ich denn am besten ein RFP auf, um da schnellstmöglich Feedback von den Dienstleistern zu bekommen? Ja, super. Also die HSMA ist die ideale Plattform dafür und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Danke für deine Zeit. Und jetzt würde ich sagen, geht's zu den Afterdrinks.
So sieht's aus. Vielen Dankeschön, Dank. Dankeschön, Tobias. Danke. Danke.